Herzlich willkommen zu deinem Adventskalender-Krimi zum Hören. Rauhnachtmord von Marion Sorlowski, ein Adventskrimi in 24 Teilen. 15. Dezember. In der offenen Schuppentür lag jemand mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Über dem Rücken schwebte etwas Langes, Dünnes, wie ein Strick. Wieder vernahm Fanny diesen klagenden Laut, der aber tief aus dem Schuppen kam. Fanny begann unkontrolliert zu zittern. Zum Klagelaut gesellte sich ein schabendes Geräusch. »Tür zu! Weg hier! Und zurück zum Wirtshaus?« Doch zwischen Josephs Haus und Fannys Heim lagen Nacht und Nebel. Adrenalin schoss ihr ins Blut. Sie packte die Taschenlampe fester und trat mit angespannten Muskeln in den Hinterhof. »Wer ist da?« donnerte sie, ohne dass ihre Stimme zitterte. »Hier«, drang es dumpf aus dem Schuppen. Es rumpelte und war dann still. Zögernd setzte Fanny einen Fuß vor den anderen, alle Sinne wach und bereit, mit der Taschenlampe zuzuschlagen. Nebeltröpfchen tanzten im Lichtstrahl und legten sich auf ihr Gesicht. Wasser tropfte rhythmisch auf etwas Blechernes. Der Nebel drückte den Rauch aus dem Kamin in den Hof. Fanny atmete flach. Hinter ihr knisterte etwas. Sie fuhr herum und erhellte die Hauswand. Ein Fenster warf den Lichtstrahl zurück. Fanny blinzelte geblendet. »Hilf mir, ich kann nicht aufstehen«, drang es aus dem Schuppen. Fanny wirbelte herum. Der Lichtstrahl traf die Gestalt am Boden. Sie erkannte Josef Pichel. Tief in seinem Rücken steckte ein Sensenblatt. Der Stiel schwebte ein Stück darüber parallel zum todstillen Körper. Fanny fiel neben Josef auf die Knie, rüttelte ihn an der Schulter und leuchtete in sein Gesicht. Seine Augen waren offen. Aus dem Mundwinkel war ein dünnes Rinnsal Blut gelaufen. »Oh mein Gott!« Fanny war heiß und kalt und tausend Gedanken schienen in ihrem Kopf durcheinander. Am lautesten schallte das Wort »Tod«. »Fanny, bitte hilf mir!« Sie erkannte Emils Stimme. Er war ihr gefolgt. Josef musste ihn gestellt haben, doch nun lag er tot am Boden. So wie Klaus als Weihnachtsmann. Jetzt roch Fanny auch Benzin. Sie leuchtete in den Schuppen. Emil lag unter einer umgefallenen Leiter eingeklemmt und kam nicht hoch. Er blutete aus einer Wunde am Kopf. »Du Mörder!« schrie ihn Fanny an und blendete ihn mit dem Licht. »Du Brandstifter!« »Fanny, ich war das nicht! Hilf mir, wir müssen weg hier. Hier stinkt's nach Benzin.« »Du bleibst, wo du bist.« »Fanny, nein!« Hektisch zog Fanny ihr Handy hervor, musste es neu starten und konnte sich nicht an die PIN erinnern. In dem Moment wurde es taghell. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, pass gut auf dich auf.